Windows 10 oder doch lieber Windows 11? Ist das Lenovo T480 auch Windows 11 fähig? Ich bin Florian und ich zeige euch heute, welche refurbished Lenovo Notebooks du auf Windows 11 upgraden kannst. Ob dein Notebook für Windows 11 geeignet ist, erkennst du an der Generation des Prozessors. Ab der 8. Intel-Prozessor-Generation könnt ihr auf Windows 11 updaten. Schaut dazu einfach auf die zweite Stelle der Prozessornummer. Wie ihr seht, ist das Lenovo T480 und auch dessen Nachfolger der T94 Windows 11 fähig. Wie ihr seht, ist Windows 11 auf diesem refurbished Laptop von uns schon vorinstalliert. Rein äußerlich werden die Mac-Nutzer oder Chromebook-Nutzer unter euch begeistert sein. Den neuen Look finde ich wirklich cool, auch wenn euch die Nutzeroberfläche und das Bedienkonzept anfangs vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig vorkommt. Das Startmenü ist jetzt nicht mehr unten links fixiert, sondern zentral mit mittig angeordneten Icons. Ziemlich praktisch, zum Beispiel bei einem extrem breiten Gaming-Monitor, kann der Mauszweig von rechts oben nach links unten ja schon recht weit sein. Der Explorer wurde auch entrümpelt und wenn du Touch nutzt, lassen sich deine Ordner mit größerem Abstand anzeigen, um sie mit den Fingern treffsicher zu öffnen. Während der T470 mit einer CPU der 7. Generation noch auf Windows 10 limitiert ist, könnt ihr entweder gleich einen T480 oder T490 mit vorinstalliertem Windows 11 auswählen oder später von Windows 10 auf die aktuellste Version bequem umsteigen. Mein Kollege Philipp hatte ja bereits die Vorteile des T480 im Detail aufgezeigt. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Die Intel-Chips ab der 8. Generation bringen Quad-Cores, 2 CPU-Kerne mehr und damit einen spürbaren Geschwindigkeitsschub mit. Statt einer konventionellen Docking-Station-Schnittstelle an der Gehäuseunterseite hat der T480 eine USB-C sowie eine Thunderbolt-Schnittstelle. Ab dieser Generation sind Notebooks zusätzlich updatefähig auf Windows 11. Damit bietet der T480 wohl die größte Flexibilität dieser Reihe. Klarer Kauftipp von mir, bis zum nächsten Mal, euer Florian.